Chat, Alter, was geht ab? Nur ein Salzspray griffbereit haben ist für arme Leute. Morfla, vielen Dank für den Sub. SLP 35, danke auch dir. Nadine, schön, dass du noch wach bist. Ey, wir brauchen wieder bessere Anfangszeiten hier auf dem fantastischen Janistan TV. Ah, ich hab zu tun, Alter. Ich muss aufhören, Alter zu sagen, ne? Wer bin ich? Felix Lobrecht? Ne. Also. Was hatte ich zu tun? Ich musste sehr viel schlafen heute zum Beispiel. Dann ab 16 Uhr alleine mit den Kindern. Ja, aber meine Frau, keine Ahnung, Weihnachtsfeier. Wie kann Weihnachtsfeier sein? Es ist der 7.7. Moment, die Weihnachtsfeiergeschichte klingt merkwürdig, jetzt wo ich aufs Datum gucke. Betriebsfeier, nennen wir es so. Also alleine mit den Kindern. Ich versuche die irgendwie ins Bett zu stecken, so mittelerfolgreich, so um gegen 9. Dann hatte ich Schachtraining. Ich bin Schachtrainer, Chat, wissen die wenigsten. Von 9:30 bis mein Sohn wach wurde, so um 11, muss ich Sohn überreden, wieder ins Bett zu gehen. Hier sind wir. Also früher geht einfach nicht. Unabhängigkeitsfeier. Ist heute irgendwas zu feiern? TV Story, sag, warum Deo auf die Haare? Das ist Salzspray. Hat Stefan Tietze empfohlen. Stefan Tietze kennt sich aus mit alles. Er wüsste zum Beispiel, dass es nicht mit alles heißt. Nikun HS, danke für den Sub. Backstein 123, danke auch dir. Oh, der Hype-Train nähert sich. Chat, gibt es was Aufregendes als den Hype-Train? Jetzt mal ehrlich unter uns. Es gibt nichts Spannendes, oder? Ich wollte eigentlich so Schachanalyse machen, aber ich habe nicht so Bock. Worauf habt ihr Bock? Erstmal Schach spielen, aber immer so schlecht gelaufen, weil ich mal die ersten 7 Partien verliere. Aber gehört ja dazu. Tico-Fan. Xisch, sag mal, Jan, du bist nicht gut für einen Biorhythmus. Ja, ich habe noch ganz andere Probleme. Smilikowski, danke für den Sub. Grundlagen für Opfer wie mich. McLeod, sag mal, egal, Hauptsache live. Ja, live ist live, sagt man ja hier in der Twitch-Branche. Na, 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 na. Tja, wollen wir über ernste Themen reden? Ich weiß nicht, ich will eigentlich nicht über ernste Themen reden. Jak Popo, sagt Spiel auf Leaders weiter. Jak Popo, Alter. Sag mal, schätzt du, wie weit es Keimer schaffen wird? Ich schätze, so bis Nummer 7 der Welt. Ich denke, Nummer 7 ist Schluss. Also 6 traue ich ihm nicht zu, 8 ist locker drin. Bololo Crash. Was meinst du? Ich habe noch nie irgendeine sinnvolle Antwort auf diese Diskussion gesehen. So, hier, Talent XY. Wie weit wird das schaffen? Ja, ich sehe in seinem Spiel leider die Schwäche im frühen Mittelspiel, dass ich nicht ganz denke, dass es für die Top 9 reicht. Ey, kein Plan, Alter. Die sind alle gut. Gibt viele andere, die auch gut sind. Imogli, sagt, Jan hat fettige Haare, deshalb das Salzspray. Ja, das könnte sein. Jan hat auch einen Ban-Button und ist deshalb schnell salty, Alter. Sophie Chess hat, der kann gut rechnen. Ja. Warum hast du heute keine Bundesliga gespielt? Ich weiß nicht, ich hatte es nicht so auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube, ich hatte vor geraumer Zeit schon mal gesagt, dass mir der Termin nicht so gut passt, wegen hier Candidates. Ich muss hier Chessable-Kurs machen. Hier, meine Frau war viel am Arbeiten die Tage. Also ich meine, dass ich so halb gesagt hatte, dass ich nur in schweren Fällen am Start wäre. Und es scheinen noch keine Härtefälle eingetreten zu sein. Aber Bundesliga ist ja in Bremen, ich bin in Hamburg. Vielleicht kommt hier auch jederzeit der Anruf. Zack, komm rüber. Komm doch mal rüber, Mann, und setz dich an, Brett 5, weil ich Mädchen bin. Das reimt sich halt überhaupt nicht. Pipedore, gut, dass du gesagt hast, dass du ein bisschen groggy bist. Dann nehmen wir dich heute nicht so hart ran hier.
So viel Chaser, besser die Stärken bewerten als die Schwächen. Okay, also wie ist deine Prognose, Fluffy Chess, jetzt mit dieser neuen Information? Wer wird es weiterbringen? Abdusattarov, Gukesh oder Keimer? Das Ding ist ja, ich müsste so Clickbait-Quatsch machen, ne? Der Schachstil, der große Vergleich. Abdusattarov versus Gukesh versus Keimer. Warum Keimer es weiterbringen wird? Kupferschlosser, vermisst du Jura oder Joni? Ja, die letzten 25 Jahre habe ich mich zerfressen mit meinem Vermissen der Rechtswissenschaften. Aber irgendwie haben wir es noch bis hierhin geschafft. Bis hierher ist alles gut gegangen. Der Fluffy Chess sagte, also noch 2-3, da habe ich gesagt, der packt bis 2-7. Fluffy Chess, du bist so ein Prophet. Krass, Alter. Du solltest Talentscout werden. Hier, zack, 12-jähriger, 2-3er. Sagen wir mal, ja, der schafft es bis 2-7 und zack. Schon hat 2-7. Die 5 großen Talente. Nummer 2 werde ich überraschen. So luxuriös. Lebt Vincent Keimer. Und dann kommen erstmal 18 Bilder von anderen Schachspielern. Ihr glaubt nicht, wie Kramnik auf Keimer reagiert. Boah, das können wir sogar machen, ne? Das ist die Wahrheit. Auf dieses Feld musst du aufpassen. Warum E4 der Schlüssel ist. Ey, ich muss noch viel lernen. Gunni, ich grüße euch. Herzlich willkommen. Danke für den Sub. Das hier ist die Midnight Session. Ich weiß, dass wir flashen. Ja, wenn die Gunnibären da sind, spielen wir es in Schach. Ich habe leider nicht so schön ausgeschnitten gerade. Das ist kein guter Ausschnitt. Aber müssen wir durch jetzt. Gegen SZ-Fischer. Gegen SZ-Fischer gewinnen wir doch. Hype-Train-Erfolg, der Hype-Train ist schon wieder weg. Ey, ich dachte, der ist gerade hier losgefahren. Gunni hat schon ein paar Partien aus der Bundesliga gezeigt. Wollte ich ja auch machen, Gunni, aber dann dachte ich mir, zu faul. Boah, ich muss hier gucken, was die Swanes gemacht haben. Hier, Doppel-Swanes haben wieder zugeschlagen. Apropos zugeschlagen, er schlägt hier meinen Bauern. Hier, wir tun aber so, als wenn wir Dubov-Chat. Das ist, glaube ich, mein Spielstil. Einfach wild die Bauern stehen lassen. Und dann gute Miene zum bösen Spiel. Sherlock, vielen Dank für den Sub. Joe the Pro, ich bin nicht Rustams Pressesprecher, Alter. Ich mag ihn auch, aber hört auf, mich jeden Tag nach irgendeinem Rustam-Kram zu fragen. Ich bin nicht viel in Touch mit ihm. Ich bin nicht in Bremen. So, kann so spielen. Schlägt. Dame schlägt oder Bauer schlägt? Was würde Dubov tun? Dame schlägt sich schon normal aus, ne? Sherlock, freut mich, dass der E4, E5-Kurs hier am Wochenende geholfen hat. Muss jetzt irgendwie noch den D4-Kurs fertig machen, die nächsten 2 Wochen. Chat, ist das, ich weiß nicht, was spannend ist, ich weiß noch nicht, ob es erlaubt ist. Vielleicht kann ich streamen, wie ich den D4-Kurs mache, weil dann mache ich ihn wenigstens. Ist das kein brillanter Plan? Wie war es bis zu mir in Madrid? Ja, ich habe schlecht gespielt, wie wir es gewohnt sind. Aber Madrid, ey, ich habe hier das Schachfieber mit beiden Lungenflügeln eingeatmet. War echt sehr nice. Hätte ich nicht gedacht. Ich war ja ein bisschen Prinzessin. So. Soll ich vor?
Er ist so vor. Fule vor vor. So work together Kram machen viele. Ich muss mich halt irgendwie zwingen, den Kurs zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nicht so gut im, wie sagt man, im Sachen machen. Also ich bin eher gut im Prokrastinieren. Das sind eigentlich die einzigen Formate, die ich kann, sind so Twitch-Streamen oder Live-Kommentieren, weil da drücke ich auf den Knopf und dann prokrastiniere ich nicht mehr. Also weil es irgendwie mit Schreiben zu tun hat oder so mit Videoserien geht auch noch einigermaßen. Ja, insbesondere Schreiben ist echt Gift für meine mentale Konstitution. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber ich bin halt mental monatelang damit beschäftigt, ohne was zu tun. Was kein besonders guter Zustand für alle Beteiligten ist. Also muss ich mir irgendwie selber austricksen. Oder aufhören, solche Jobs anzunehmen. Aber im Moment nehme ich alle Jobs an. Was auch vielleicht keine gute Politik ist. Nee, Dienstag Coworken auf Twitch, das klingt gut, ich bin dafür. Ich weiß auch nicht, ob ich das darf, aber es nicht tun darf ich ja auch nicht. Wir müssen gucken. Das ist gerade schon eine Variante für den Kurs, ne, Kurs gleich in Schwarzkurs erstmal. Na, Schwarz gegen D4. Danach als nächstes Projekt machen wir auch einen Weißkurs. Grauzone, wir gehen rein. Ich glaube, dass ich hier gut stehe. Ich habe nicht, wie üblich, nicht viel nachgedacht. Aber wenn schlägt, schlägt, dann dachte ich, Bauer H6 sollte irgendwie Dame H5 funktionieren. Ich habe hier drüben schon viele, viele Attacker. Old Twisty hat sich von YouTube herüber verehrt. Herzlich willkommen, Old Twisty. Mein Name ist Jan Gustafsson. Ich bin gerade zurück aus Madrid und jetzt wieder im Keller hier im Twitch-Grind. Ich bin gut gelaunt, was sich aber schnell ändern kann, wie wir wissen. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich ein Schlappauge habe. Tja, ich habe das seit Jahren, ich achte nicht so richtig darauf, weil ich auch selten in den Spiegel gucke. Aber werde ich von Tag zu Tag mehr zu kaldall? Oder ist es, weil ich zu faul bin, die Augen aufzumachen? Also ich weiß nicht genau, was da los ist. Aber hier, die Augenbraue, ne, die hier, ist auch 8 cm höher als die, wenn ich die Augen aufmache. Vielleicht muss ich irgendwie, keine Ahnung, die Schlupflider absaugen lassen? Gibt es so Schlupfliderabsaugung? So, was habe ich gesagt hierhin, ne? Das muss man auch straffen lassen können. Ja, Botox nehme ich eh. Apropos Botox. Hier, das ist ja, wie ich in echt aussehe, was wahrscheinlich nicht besonders schlau ist, ne? Weil hier zum Beispiel beim Kandidatenturnier kommentieren, machen wir mit Zoom-Calls, wenn wir nicht im selben Raum sitzen. Zoom-Calls haben ja diesen Filter. Da kann man einfach einstellen hier. Zack, Verjüngungsbalken nach rechts und alle Falten weg. Sollte ich mir so einen Twitch-Botox-Filter wenigstens einbauen lassen? Ich glaube, es gibt da viel Potenzial nach oben. Ich glaube, vielleicht ist auch so der Stream einfach besser. Denn wir sind ja in erster Linie ein Beauty-Stream, zweiter Linie ein Schach-Stream. So, hier, wenn SZ-Fischer hier wegschlägt. Zack, zack, Dame H7, Schachmatt. Brett, Alter, bleibt wohl was. Sorry, irgendwann schneide ich uns das hier wieder alles schön zusammen. C5. Macht Sinn. Jetzt brauchen wir einen Trick. Ist kein so geiler Trick. Vielleicht einfach weiter Figuren rüber. Ah, nee. Das sind so Nachtgeräusche, ganz typische.
Also Schach würde ich gerne geben, aber dann G schlägt F. Geht es nicht so richtig weiter, ne? E schlägt F, Dame schlägt F6. Dame schlägt hier. F schlägt G. Das kann die Lösung nicht sein. Ich kann hier einen Turm in die Mitte stellen. Dann schlägt er oder sie. Ich schlage zurück. Dann C schlägt D. War ich immer noch Attacker? Ich weiß nicht, wie viel. Ich kann auch einen Turm hier hinstellen. Komm, machen wir so oft. Nur noch mit schwarzer Sonnenbrille ist auch keine schlechte Idee. Loniger soll vielleicht schlafen. Alter, keine Zeit zum Schlafen. Ich habe heute schon so. Heute habe ich sehr viel geschlafen. Aber ich bin um 6:30 aufgestanden. Das war vielleicht der Fehler, weil ich erst um 5 ins Bett gegangen bin. Aber. Dann um 9 war ich sowas von wieder im Bett. Dann so um 1 wieder aufgestanden. Und dann, warte, weiß ich nicht mehr. C4, nee, das ist too much. Das ist too much, junger Freund. Ich weiß noch nicht warum, aber sieht nach too much aus. Kann ich hier nicht D5 spielen? Jungs, ich hab euch lieb und euer Shirt in jeder Farbe. Ich mache erstmal D5. Nachdenken können wir später. Bulle Rosa, wieso nicht F7 und dann D6? Ja, was soll das? Schlägt hier irgendwo hin. Kann es nicht bringen. So, jetzt ist er hier nämlich gefesselt. Habemus Fessus. Nur wie habemus gewinnos. Ich kann Latein wie kaum ein anderer wissen, die wenigsten. So. So. Ich den Turm hier irgendwie rüber. Bisschen lame. Ich werfe noch den anderen Turm. Doof. Irgendwann muss ich ein bisschen darauf achten, dass mir nicht das ganze Zeug hier ausgeht. Jetzt zum Beispiel, droht er hier zu schlagen oder droht er es nicht? Droht es oder droht er es nicht? Kelly Exotica Spain. Sorry, mein Kopf ist sehr verwirrt. Ey, mein Kopf ist so kaputt, Alter. Hier machen wir so. Lass überlegen. Let's think. Dann Türmsche. Ich weiß doch auch nicht, ob das so, ob das nun wirklich gut geht. Da habe ich nicht mehr viel Figuren übrig. Weiß es nicht. Störung ist vielleicht im Gleichgewicht. Den Bauern kann ich auch nicht hergeben. Ich kann ja F4 spielen. Auch ein bisschen lame. F4 spiele ich nicht gerne. Kann das Schach geben, hier schlagen. Fällt nichts Besseres ein. Es fühlt sich falsch an. Mein Stream ist eingefroren. Nö, nö, nö. Das sieht ja immer so aus. Der Stream ist eingefroren, doch wir sitzen drin. Niemand kann uns stoppen. Wir werden weiter rocken.
Ich will den Turm rüberbringen. Flieg los, kleiner Turm. Ach ja, was soll schon schief gehen? Das geht halt überhaupt nicht. Oh no, ich verliere schon wieder, weil ich versuche zu zaubern. Das alte Zauberpech. Oh no. Das geht ja echt so richtig nicht. Was für ein Quatsch. Warum? Nur für den Trick, für den Augenblick? Wie schlecht. Okay, müssen wir jetzt tricksen. Zwei Figuren mehr oder weniger. Wie schlimm kann das sein? Noch alles drin. Was macht er? Dame H7 macht er wahrscheinlich. Muss er irgendwo hin? All the way back. I'm all the way back. Dame E4. Ja, zwei Figuren weniger sind schon auch ein Nachteil. Oh, Damenopfer. Nehmen wir. Jetzt sind wir doch wieder hier voll im Spiel. Na, vielleicht auch nicht. Ich würde gerne hier wegnehmen. Funktioniert das? Das heißt gedeckt bei ihm. Turm ist so dumm. Ich glaube, muss ich loswerden. Okay, Stellung ist immer noch nicht so gut. Also schon gut, aber nicht so gut. Schach. Turm F6. Ja, das mache ich schon nicht besser. Schön gespielt. Ey, nee, ich wollte die Rematch. Na egal. Eieiei. Da war vielleicht mehr drin. Ja, vielleicht auch nicht. Ja, ja, ich bin echt so. Die alte Schwäche, dass ich versuche zu schlau zu spielen. Du Terrier, Alien, Cleanser, wieso war ich damit gerade voll nicht geblandert? Ja, war, geht Hand in Hand. Sprecher 6 war zu schön, war zu sein, war völliger Quatsch, ich habe sie in Zeit gerechnet. Ich hatte auch gesehen, dass es nicht funktioniert. Aber dann irgendwann, aus Traurigkeit, weil ich sonst nichts gesehen habe. Die Steuerung muss eigentlich gewonnen sein, weil ich genug Attacker hatte. Vielleicht Sprecher 6 und Sprecher E6, ja, es ging mit Sicherheit irgendwas. Naja, was soll man machen? Erste Partie ist wieder erste Frankon, ist korrekt. Welche Flagge ist das? Das ist die Flagge des Inselstaates Janistan. Ey, bei Rapid ist schwer Partien zu finden. Ich spiele ja lieber Rapid, weil wir dabei labern können. Sonst Blitz verliere ich entweder, bin schlecht gelaunt, oder wir können nicht labern und es ist ja dann nicht so streamt, dann ist es eher so vorblitzen. Also, ich habe noch keine Lösung.
Joe the Proser, freust du dich darauf, Mr. Dodgy in Indien zu treffen? Nee, also ich mag Mr. Dodgy lieber als digitalen Charakter. Ich freue mich da auf ganz andere Leute in Indien. Mr. Dodgy, ich liebe online. Sorry, das ist die Wahrheit. Kandidatenturnieranalyse und Wrap-Up gab es noch nicht, ne? Bin noch nicht zugekommen. Lohnt sich das noch? Macht man sowas noch 7 Tage später, wenn ich immer mal Zeit habe? Nadine sagt, Chat-Herausforderung annehmen. Ja, vielleicht müssen wir irgendwann da in die Richtung gehen, dass wir es das ein bisschen so Banter-Blitz-mäßig machen. Dass hier Chat oder Subscriber oder wer immer mich einfach herausfordern kann. Wir spielen schön 10-Minuten-Partien und labern dabei. Vielleicht ist das die Lösung. No, no, sagt na, lieber morgen Abend Blitz in Bremen. Ist morgen Abend in Bremen ein großes Blitzturnier? Vielleicht fahre ich hin, ich bin Blitzshark. Living a life. Was passiert jetzt eigentlich mit der WM? Ich weiß nicht, hat Magnus schon was gesagt? Chad, ich habe große Lebensentscheidungen hier zu treffen. Aber erst nach der Olympiade. Werden wir dann besprechen. Finalist sagt, hallo und einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Einen guten Morgen, es ist Mitternacht, oder? Es ist früher Abend, so sieht's aus. Okay, Chat, ich verliere die Geduld. Ihr könnt mich challengen. Ich heiße Janis TV. 10 Minuten Partien. Subscriber werden natürlich bevorzugt behandelt. Wir sind Business. I'm a businessman. Five No Way, streamst du immer so spät? Ja, manchmal noch später. Wiser, das ist ja Pay to Win quasi. Absolut, absolut. Bevor sie sagt, ich glaube, such's gar nicht an. Doch. Ich sitze hier seit einer Stunde. 10:5, 10:0. So, Chad, wen nehmen wir? Pay to lose, stimmt. Pay to humiliation. Das können wir. Ich bin eine Art digitale Domino. Digitaler Domino. Große Domino-Show. Ich nehme jede Challenge. Rating ist mir egal. Um zu zeigen, dass wir nicht diskriminieren. Nehmen wir. Wann Domino im Stream? Wie viel Sub-Geschenke muss man Jan einen gewinnen lässt? Gewinnen lassen kann ich nicht machen. Also ich spiele schlecht genug, wie ihr jede Partie sehen könnt. Ich lasse mir definitiv die Fokushose abkaufen. Aber sonst können wir nicht machen. Lesenexer, ich bin für Fat Nice Dude. Kann ich nicht bringen. Wann Murmeln im Stream? Ich weiß es nicht. Hier, komm, wir klingen irgendwo. Hier, zack. Avishia Cup. Avishia Cup. Hier, Russisch. Russisch ist die aggressivste Schacheröffnung. Haben wir gesehen. Im Kandidatenturnier. Die polnische gewinne ich immer damit. TV-Story sagt niedrige Elo und viel erklären. Alles klar. Hier. Wir haben hier Bauer nach D6 gespielt, weil es der einzig sinnvolle Zug ist. Also lasst euch hier nichts erzählen. Er springe schlägt E4, ist voll tricky. Ihr habt halt da. Ja, steht mal halt schlecht. Schmerz C6 ist klar. Also Bauer nach D6 muss man machen. Springer F3, Springer schlägt E4. Jetzt erweist diverse Optionen. D4, Schwarz C3. Wie ist das? D4 ist der Hauptzug. Schwarz spielt D5. Jetzt ist Läufer D3 der kritische Zug. Oder Schwarz sich entscheidet zwischen Läufer nach D6 oder Läufer nach E7 oder Springer nach C6. Viele Optionen. Moment ist Läufer D6 wieder in Mode. Auch dank der Erfolge Jan Nepomniachtchis des Kandidatenturnier Siegers. Rochade machen wir auch. Turm nach E1 sofort. Macht das einen Unterschied, wer jetzt Läufer F5 spielt? Ich bin noch nicht so firm in Russisch-Theorie. Aber
aber ich mach mal trotzdem so. C3, es sieht sehr logisch aus, was er macht. Wie gesagt, ich bin nicht so fit hier in Theorus. Nimm mal hier weg. Also, Afzia Kupp spielt hier starke Züge. Kann man nichts sagen. Strukturell ist es gut für mich. C-Schicht T3 weiß ich nicht. Ich hätte Dame-Schicht erwartet, ehrlich gesagt. Um dann hier gleich mit Springer G5 oder Läufer G5 weiter zu stressen. C-Schicht D macht nicht so viel Druck auf meine Stellung. Aber vielleicht ist es normal, um dann Springer E5 spielen zu können. Bin nicht sicher. Vielleicht Afzia Kupp. So, alles einstudiert hier. Fluffy Chess! Danke für den Sub. Matze, also warum gegen 1900? Welche Elo-Zahl wäre dir denn genehm, Matze? So, Springer nach B6. Vielleicht C4, ne? Ich finde ja 1900 spielt auch relativ gut, muss ich ehrlich gesagt sagen. Tanzapfen 42. Sprang W6 ist ein hässlicher Zug. Kommt C4. Ja, was können wir sonst tun? Warum spielst du so gut, Francesco? Das haben wir eigentlich auch nicht gewettet. So, ich stehe schlecht. Muss mich wehren. Ich tue, was ich kann. So, Chat. Die nächsten drei Leute, die den lustigen Staff-Wallwitz machen, schmeiße ich raus. Er ist so nervig. Ist halt ein sehr, sehr schlechter Zug. Ich weiß, dass ihr da euren kleinen Kult habt. Ich habe auch schon häufig genug erklärt, warum Stafford völliger Blödsinn ist. Es nervt mich einfach. So, ich stehe hier unter Druck. Springer auf B6 steht auch immer schlecht. Ich habe noch nie gegen die Bootesschwestern gespielt, aber wäre bestimmt spannend, ey. So, jetzt soll es eigentlich wieder gehen einigermaßen. Was passiert, wenn Kase nicht antritt? Dann spielt Ding gegen Nepomniachtchi. Das wäre ein Match. Jetzt stehe ich okay. Also ich weiß nicht, ob er was Konkretes hat, aber D-Schlicht C5 hier, das kann nicht die Lösung sein. Hier in der Stellung D5 kann man spielen, steht weiß bestimmt ein bisschen besser, oder vielleicht so A4, F5 hier. Ich denke, dass ich hier sehr schlecht schon, aber jetzt ist wieder alles in Butter. Ding ist der netteste Mensch der Welt, glaube ich. Ich kenne ihn auch nicht gut, aber alles, was man so sieht von ihm, ist so unfassbar sympathisch.
Also eigentlich zu sympathisch, dass man ihn eigentlich schon wieder haten sollte dafür, dass er so nett ist. So, Turm der 8, Springer E4. Ist hier da irgendwas? Kann ich das schlauer spielen vielleicht? Hier irgendein Quatsch. Vielleicht kann ich noch tricksen. Ich versuche ihn irgendwie zu tricksen. So, okay, Chat. Funktioniert Tricksen? Magnus hat auf Twitter anders reingetrollt, weil man da nur richtig gestellt hat, dass hier irgendeine Meldung falsch war, oder? Was habe ich verpasst? So, Dame F3. Wie mache ich denn hier Fortschritte? Vielleicht so. Wie viele Sekundanten eigentlich so ein GM beim Kandidatenturnier? Vor Ort meistens einen, denke ich, außer man das Ding und hat niemand am Start, aber heutzutage, wer dir online hilft, also sei es offiziell oder inoffiziell oder bezahlt oder unbezahlt, ist, glaube ich, immer schwer zu überblicken. Also die meisten machen schon den meisten Kram alleine. Grundlinienpech, das ist eine klassische Situation. Dann für die Partie, FCA Cup. Also, Eröffnung war sehr gut gespielt, dann irgendwo ging es ein bisschen den Bach runter. Spanner D7 war schlecht von mir, ne? Ja, hier stand ich auch schon schlecht. Turm E8 muss man spielen, okay. Bin nicht so der Russisch-Theorie-Fox. Ja, hier war schon schlecht, dann B3. Okay, Spanner B6. So, jetzt denke ich, er ist unter Druck. Ich habe auch nichts Richtiges gesehen. Hat D5 gleich, ne? Macht Sinn. Da habe ich B4 schlecht. Ich kam mir so schlau vor. Gleich spielen schlecht C4. Okay. Aber das hätte nicht zum Grundliniensieg geführt. Okay. Fair enough. Tanzhapfen 42, danke für den Sub, falls ich noch nicht gesagt habe. Fluffy Chest hier auch. Chat, wenn ihr Amazon Prime habt, könnt ihr es mit Twitch verknüpfen. Zack. Abonnieren. Damit das fantastische Janis-Sachen unterstützen. Hier, wir spielen weiter. Das gute alte Londoner System. Gleich schmeißen wir jetzt mal. Kannst du nicht wegnehmen, Bazinga Boy? Ja, normalerweise erst E3, um den Bauern hier zu schützen. Man will eigentlich nicht das Zentrum aufgeben. Ich weiß nicht, ob hier es irgendeine Theorie zu gibt, so schmeißen B3 und sich den Bauern zurückholen. Aber es sieht merkwürdig aus für mich. Schmeißen schlicht D4, okay. Jetzt kann ich hier auf Gabel spielen vielleicht.
Nicht ganz klar, weil der Springer ja auch nur so mittel steht. Und dann Springer 2 auf 3. Ich nicht weiß, wie viel ich erreicht habe. Ich spiele so. Bisschen aggressiver. Gleich angreifen den Lachs. Torpedo sagt, streamst du immer nur so spät abends? Nee, manchmal auch später. Zack, zack. Das sieht ungesund aus hier. Erstmal das Läuferpaar zu geben. Also sonst so sollte man nur machen, wenn man ein direktes Follow-up im Sinn hat. Springer 4b3, Springer zurück. Ich frage, ob ich hier gleich irgendwas Aggressives machen will. Ich glaube nicht. Aber scheiße nochmal. Er wird den Läufer erstmal zu 4 kettieren. Von hier aus hat er eine schöne Aussicht. Ich weiß, kann zwar c3 spielen. Ah, damit nimmt, weiß ich, seine Hauptchance auf Aktivität. Also, da hat was schief gelaufen. Basinga Armer, wir haben ein London-Video. Jack London nennt man mich auch in der Szene. Mr. Jackass88, danke für den Sub. D3. So gerade. Und wir versuchen die Mitte zu besetzen. Torpedo, du musst um 5 aufstellen, das tut mir leid. Das ist in Quarantäne, gute Besserung. Es ist ein absolutes Wunder, dass ich keinen Covid gekriegt habe in Madrid. Es gab viele Fälle und ich war viel unter Menschen. Aber zack, Körper dankt. Wie sagt man? Körper bisher durchgekommen. So, was muss ich tun? Körper ist aus Stahl. Also, nee, das ist mir selbst im Scherz zu schwurblerisch. Ey, habe ich gutes Immunsystem. Mein Körper mit Alkohol desinfiziert. Ja, ich habe für meine Verhältnisse sehr viel Alkohol getrunken im Madrid-Chat. Und Körper meinte heute, lieber Herr Gustafsson, Sie sind doch keine 25 mehr. Vielleicht schlafen Sie mal ein bisschen und trinken mal nichts heute. Läufer nach C4. Turm in die Mitte. Und Dame E2 ist gar nicht so klar. Kann ich irgendwie ihn bestrafen? Wegnehmen bringt nicht wirklich was. Nee. Leider nicht. Oh, wir sind wieder Road to 2700. Habe ich es geschafft. Skando war heute Morgen auch überrascht, als Corona-Test positiv war. Ja, hang in there, Skando. Herr Basinga, Sheldon Cooper-Fan, spielt gut seit Posteröffnung. Und ich habe noch nicht so richtig das Gegengift gefunden. Kann ich E4 spielen? Kann ich ein bisschen Action machen?
Dame schlägt, Läufer schlägt B2. Und Springer schlägt. Könnte ich Springer schlägt E3 andenken? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Läufer E6. Springer schlägt auch, Läufer schlägt B2. Dann steht nicht so toll. Also worüber ich versuche nachzudenken ist so. Aber gefällt mir nicht besonders. Da B4 geht, aber bringt es so viel? Komma 3 oder so. Nicht viel los, ehrlich gesagt. Flaschei muss irgendeinen dummen Zug machen. Und Lebbe geht weiter. Scheich von Marokko sagt, Grüße vom Schachclub Hohenems. Grüße nach Hohenems. Nach Dornbirn. Nach Bregenz. Vorarlberg ist meine Hut, Alter. Turm 1 ein bisschen passiv hier. Der Springer hätte kämpfen sollen um bessere Felder. Also entweder A4 spielen als schwächt natürlich das Feld. Oder ich dachte wahrscheinlich Springer E4, um nach A4 vorgehen zu können. Jetzt werfen wir hier den weißen Laden ein bisschen zurück. So, so langsam würde ich ja mal gerne reinlachsen. Ein von Teenagern häufig verwendeter Satz. Mal einfach Pfeile, statt nachzudenken. Brauchst du nie mehr nachzudenken. Yeah. Ich glaube nicht mal, dass es besonders gut ist, was ich hier mache. Na, was ja. Ich habe noch nichts von der aktuellen Bachelorette gesehen. Also außer das Video, wo sie über ihr, wie heißt das, dieses, ihr Haar, wie heißt die Krankheit? Also sie hat irgendwie eine Glatze wegen dieses kreisrunden Haarausfalls und trägt deshalb Perücken. Das ist das Einzige, was ich weiß über die neue Bachelorette. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit den berühmten Influencern Etienne Gardé und Tim Heinke von Erdbeerkäse, wo das kontrovers diskutiert wird, die aktuelle Staffel. Aber ich habe noch nichts gesehen. Ich habe doch keine Zeit. Ich habe gestern im Flugzeug einen Film geguckt, Chat. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe geguckt, ich weiß den Titel nicht mehr so genau. Der Gangster, der Cop und der Teufel oder so. The Gangster, the Cop and the Killer. Hallo PC, genau, ich glaube, nach dem Wort habe ich gesucht. Kennen wir ja spätestens seit Will Smith Oscar-Auftritt. Nee, nicht The Gangster, the Killer and the Dope Dealer. The Gangster, the Cop and the Devil. War nicht so doll, war okay. Aber ich hatte mir irgendwie mehr versprochen. Also koreanischer Serienkiller-Film, aber irgendwie komischer Ton. Oder was? Koreanisch? Ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Also, irgendwie bin ich nicht drauf klargekommen. Soll es jetzt gruselig sein? Oder ist es so eine Buddy-Cop-Comedy oder alles? Irgendwie, ne, hat er mich nicht so krass abgeholt. Ich weiß auch nicht. Vielleicht hatte ich auch zu hohe Erwartungen. Das alte Problem. Hier habe ich jetzt auch hohe Erwartungen, wenn ich schon. Jetzt habe ich einen Baum mehr. Und der Springer steht schlecht. Der Springer steht schlecht. Matt Frey sagt, Tenet hat mich konkret abgeholt, komplett abgeholt. Hey, bei Tenet, ich wollte nur weg. Ich wollte nur weg nach einer Stunde oder so. Alter, wenn du hier schon einen Bond-Film machen willst, dann mach doch einen Bond-Film ohne den Zeitreisen-Schwachsinn. Mann. Ja, nicht Zeitreisen, Zeitsprünge, was weiß ich. Ja, geh mir nicht auf die Nerven.
Nolan mit der blöden Zeit. Schach schon genau Ärger mit der Zeit. Er muss ihn nicht auch noch bei Nolan filmen. Ja, ich möchte Tenet nie wiedersehen. Guckst du Marvel-Filme? Ja, also ich bin danach immer enttäuscht. Aber das hindert mich nicht daran, jeden Film wieder zu gucken. Ich werde auch hier Thor Love and Thunder, werde ja auch wieder am Start sein. Na hier, Thor Ragnarök fand ich tatsächlich gut. Thor Ragnarök fand ich gut, Guardians of the Galaxy fand ich auch gut. Deadpool. Ja, meistens bin ich schon enttäuscht, so. Turm der 8 war eine enttäuschende Zucht von mir, aber das ist ein anderes Thema. Auch so. Black Panther war ja sehr gehypt und dann am Ende kämpfen zwei so CGI-Panther, die sehr genau gleich angezogen sind gegeneinander auf irgendwelchen Bahngleisen, Alter. Was soll das? Avengers Endgame nehmen wir auch mal. Oh nein! Oh nein! Ist das tragisch alles? Es sind große Charaktere gestorben. Es holt mich nicht ab. Ja, Steve Rogers da auf seiner Bank sitzt oder was auch immer. Ich bin halt sehr gefühlskalt in Superhelden-Universen. Logan habe ich gesehen. Ja, Logan hat mir gefallen. Also wäre noch cooler ohne Superkräfte, aber ist ja wie so ein Western. Logan fand ich gut. Ragnarök war auch der beste Marvel-Film, auch vom Rating her. Das weiß ich nicht. Wie gesagt, Guardians of the Galaxy. Also die ganze Komödie mag ich. Guardians, Ragnarök, Deadpool. Marvel ist einfach Comedy. Spider-Man ist der spanische Name von Spider-Man. Wissen die wenigsten. Suicide Squad vom letzten Jahr, ja, fand ich okay. Also Anfang ist ganz gut. Danach schon gewisse Längen und am Ende immer dieses Superhelden-Team, große Action-Finale, auch wenn es ironisch sein soll. Ist immer sehr boring, ey. Aber ja, fand ich okay. Also die Szene, wo hier meiner Spoiler. Ich habe vorher vergessen, wer. Wahrscheinlich der Hai von Sylvester Stallone. Und der John Cena-Charakter. Das eine Dorf fertig machen. Habe ich sehr gelacht. Marot, wie fandest du Don't Look Up? Ich fand ihn genial. Moment, du fandst auch schon Tenet gut, oder? Wir müssen aufpassen. Don't Look Up, weiß ich nicht, gemischte Gefühle drüber. Ich glaube, man braucht keinen 2-Stunden-Film, um zu sagen, hier, hey, ganz komplizierte Metapher auf Klimakrise machen wir und das ist keinen interessiert. Die Botschaft stimmt natürlich, aber ich weiß nicht, ob das Format war, weil du wirst damit keinen neu bekehren oder überzeugen. Allgemein haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Ich liebe den alten Adam McKay-Scheiß. Step Brothers, Anchorman, The Other Guys. Und drei meiner absoluten Lieblingsfilme. Seit er versucht, uns was beizubringen. Adam McKay, Alter. Ich will, dass Will Ferrell sein Schlagzeug verteidigt. Nicht übers Geldsystem lernen. Ich bin sehr dumm. Das ist mein Problem mit Adam McKay. Ich verstehe natürlich hier. Ist wahrscheinlich auch sein Werdegang. Hat halt angefangen mit Quatschkomödie und dann dachte sich irgendwann, hier, ich kann meine Bühne auch dafür nutzen, was Sinnvolles zu tun. Aber bitte hör auf, sinnvolle Sachen zu tun, Adam McKay. Das ist das Einzige, wonach ich frage. Ich habe trotzdem alles gesehen hier auch. Weiß. Und natürlich, wie heißt der Geldsystemfilm? Big Short.
Gib uns sowas wie Stiefbrüder und gut ist, Alter. So sieht's nicht mal aus, Pepe de Oro. Wir wollen hier die Küchenszene mit Catherine Hahn und John C. Reilly. Und nicht erfahren, wie kaputt die Welt ist. Bei Stiefbrüder ist die Welt noch in Ordnung. Das Jobinterview schmeißt mich auch jedes Mal weg. Kennt ihr die Szene, wo beim Jobinterview Will Ferrell und John C. Reilly zusammen hingehen und sie versuchen, sich so in einer Leitlinie zu halten, sodass immer nur einer von beiden zu sehen ist? Das ist ein sehr gutes Interview. So, kann ich hier direkt mal setzen, wir springen G5. Check das, Herr Journalist. Läufer C2 ist ein bisschen lame. Mal die Dame auf dem Brett behalten, ne? Okay, Exotic Spain. Ich kann aber hier wieder schlagen. G6, H5. Ach man, scheiße, anstrengend. Mir fehlt immer so ein bisschen die Pattern Recognition in solchen Situationen. Sehr viel Pattern-Wirtschaft, Schach einfach. One mile to go, down for the sub. Pandemisa, welches ist ein absoluter Lieblingsfilm? Meiner ist Das Leben ist schön. Meiner ist Dodgeball, voll auf die Nüsse. Bullet Rosa, warum spielst du Scheiß? Frage mich auch häufig. Wei noch nicht. Sei nicht traurig. Ich mach mal so her. Pandemie sagt, real? Ich scherze niemals über Dodgeball. Bei der Szene, wo David Hasselhoff Trainer der deutschen Mannschaft ist. Und ihn sagt, ihr seid alles Schweine. Muss ich jedes Mal weinen. Maroche sagt, kennst du Ghost Dog? Der ist geil. Nee, sagt mir nix. Jim Jarmusch ist auch nicht so meins. Das Tempo ist mir zu langsam. So meditative Killer, Alter. Finde ich verharmlos auch so ein bisschen die Killerbranche. Ich glaube, dieses Berufskiller ist auch nicht so geil, wie man immer denkt. I can't beat NL2. Wie kannst du gleichzeitig aussehen wie 15 und 45? Faszinierend. Ja, da habe ich mich mal mit Philipp Amthor drüber unterhalten. Und der hat gesagt, das Geheimnis ist, ein sehr jugendliches Gesicht zu haben, aber einen sehr unjugendlichen Kleidungsstil. Ja, Markus, das ist sehr interessant. Ich bin ja 57 Jahre alt, kleide mich aber immer noch wie damals, als ich 18 war. Also es gibt ja Leute, die sagen, dass jeder Mensch ein bestimmtes inneres Alter in sich trägt. Ja, das ist richtig. Wir sind alle immer 27. Nein, Markus, ich bin mit Leuten zur Schule gegangen, die waren als Jugendliche schon im Greisenalter. Wo du das sagst, Richard, erinnere ich mich daran. Auf einer meiner zahlreichen Regionen Exkursion in Swasiland. Warst du schon mal im Swasiland? Nein, Markus, ich weiß nicht, was das Swasiland ist. Swasiland ist faszinierend. Ich habe da mal einen Ausflug hingemacht mit meinem engen persönlichen Freund Francisco de la Cruz de la Hoya Cardinal. Und da ist uns ein sehr alter Mann begegnet. Ich weiß nicht, wie alt er war, aber er wird hunderte Jahre alt gewesen sein. Und der hat mir gesagt, Markus, er duzte mich. Aber das ist in dem Alter, ja, glaube ich, auch in Ordnung.
Ja, Markus, erzähl weiter, ich möchte wieder über mich reden. Markus, sagte er, wichtig ist nicht, wie alt du bist, sondern wie alt du dich fühlst. Und das macht was mit einem, wenn ein 400 Jahre alter Mann, Francisco de la Cruz de la Hoya Kardinal, und mir so etwas erzählt, dann siehst du die Welt auf einmal mit ganz anderen Augen. Die Probleme, die wir hier haben im Westen, wie dass ich immer noch kein Milliardär bin, die sind dann auf einmal nicht mehr so gigantisch, wie sie dir vorher erschienen. Ja, Markus, du reist viel und du redest viel mit Menschen und du hast viele Freunde. Ich habe es verstanden. Ja, das ist richtig. So, ist hier immer mal matt? Chad, habt ihr gesehen hier, dass hier unsere Idee, Lanz und Precht zu parodieren, überraschenderweise überall auftaucht. Podcast der Podcast, selber nicht so gut wie ich natürlich. La Bema, so hast du es copyrightmäßig abgeklärt. Ja, natürlich. Ich habe mich da mal mit Markus Lanz drüber unterhalten und der hat mir gesagt, ja, mach dir da mal gar keine Sorgen. Ich bin ein ganz lockerer Typ. Ich finde das super. Weil ich ein bisschen veräppelt werde. Ich sage ja veräppelt. Schachmatt. Hey Chat, ich weiß, ihr wollt mir auch ein bisschen leiden sehen und gegen vernünftige Gegner spielen. Aber 10 Minuten Partien gegen euch und total Blödsinn reden, das ist meine Welt, ehrlich gesagt. Medfred sagt, kochst du gerne? Ja, ich habe heute Spaghetti Bolognese gekocht. Nur nicht mit Spaghetti, weil ich kein Spaghetti hatte, sondern mit Verfalle. Ich habe nicht so genau geguckt, ob die Verfalle noch gut waren. Aber mir wurde auch gesagt, bei der Nudelsorte muss man nicht so aufs Verfallsdatum haben. Ohne Bolognese, sondern mit Gorgonzola. Ja, mit Pesto. Also mit so Pesto aus der Dose. Also ja, ich koche gerne. Check das, Herr Journalist. War nicht matt in 1 Tag. Kann gut sein. Ey, schreib's in die YouTube-Kommentare. Da freue ich mich. Ja, hallo, ich wollte mal sagen, bei Minute 37 hättest du einzügig matt setzen können. Nee, Chat, das wissen die wenigsten, ne? Ich bin sehr, sehr gut in Spaghetti Bolognese, also mit Farfalle. Ich habe heute sogar das Sugito gemacht. Markus, ich grille ja sehr, sehr gerne. Aber manchmal, wenn es draußen regnet, dann mache ich mir auch ein schönes Sugito. Also. Es geht folgendermaßen. In einer Pfanne schwitzt du, also nicht du, schwitzt du Zwiebeln, Sellerie und Karotten an. In einer separaten Pfanne bereitest du das Hackfleisch vor. Wichtig dabei ist natürlich, erst das Öl schön heiß zu machen, dann das Hackfleisch gut durchzubraten und dann das Ganze mit etwas Milch abkochen zu lassen, bis die Milch sich in das Hackfleisch geschmiegt hat. Denn das macht das Hackfleisch sehr, sehr griffig. Ja, Richard, das ist interessant. Ich koche ja wahnsinnig gerne. Ich bin unglaublich faul, aber nachdem ich meine 14 Stunden am Tag für die Sendung gearbeitet habe, dann ein bisschen Zeit verbracht habe, mit meinen Kindern, mich dann sozial engagiert habe und dann zurück bin von meinem Grönland-Trip. Da gibt es für mich nichts Schöneres, als mich dann in die Küche zu stellen und ein bisschen zu brutzeln. Ja, Markus, darf ich jetzt weiter erzählen? Ja, bitte, Richard, natürlich.
Also, wichtig ist, dass das Hackfleisch gut durchgebraten ist. Danach musst du etwas Tomaten oder Tomatensauce zum Hackfleisch hinzugeben. Ebenso das Sugito. Was war nochmal das Sugito, Richard? Das Sugito sind die Staudensellerie, die Zwiebeln und die Karotten. Ah, verstehe, verstehe. Ja, das ist richtig. Als nächstes geht es an die Gewürze. Ich liebe ja Gewürze. Ja, ich auch, ich auch. Aber kein Salz, kein Salz. Da habe ich mich mal mit Karl Lauterbach drüber unterhalten. Und der hat mir gesagt, davor kann ich nur warnen. Das ist ganz gefährlich. Lieber senza sale, Herr Lanz. Und daran halte ich mich. Ja, also ich nehme schon Salz und Pfeffer. Ja, das ist interessant. Ich weiß nicht, ich glaube, die Lanz und Precht Kochshow wird doch nichts. Multiverse Production sagt, der denkt sich das live aus. Nein, nee, das ist alles von einem 17-köpfigen Team, weil das geschrieben wird. Placebo sagt, ich fühle mir neulich so Tortillas mit Bacon, als mir einer aus der Hand rutscht. Habe ihn gerade noch gefangen, aber der Inhalt lag auf dem Boden. Es war spektakulär. Oh, die Eisenbahn gibt auf. Danke für die Partie. Ein kleiner Frechter sei. Hast du The Big Greek gratuliert? Nee, hat er Geburtstag? Happy Birthday. Oder ist er Großmeister geworden? Dann Happy Großmeister. Joker 95. Vielen Dank für den Sub. Titus Fanbar. Ich bin sowas von dicht. Aber es ist schön. Ist schön, dass dir aufgefallen ist. Das ist Tassilo. Disneyland Paris. Weiter geht das. Muskonsa ist auch gerade Hochzeit von Lindner. Ah, Hochzeit meinst du, ne? Hochzeit und Hochzeit, beides. Also was der Christian Lindner alles für unser Land macht, ne? Also kämpft hier tapfer gegen das Ende des Verbrennermotors. Also hat hier den armen Energiekonzern mit ein paar Milliarden unter die Arme gegriffen, als sie es am dringendsten brauchen, um hier den Straßenverkehr am Laufen zu halten. Wo wären wir ohne Christian Lindner? Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute zur Hochzeit auf Sylt. Und ich hoffe, dass er diese lästigen Punker da möglichst weit fernhalten kann von seiner Hochzeit. Und dass hier keiner der Krabbencocktails von denen angehört wird. So, wir spielen Ding. Ding spielt A3, ne? Wir spielen mit Ding. Team Ding. C-Schlicht D4 halte ich auch für den besten Zug. Dann haben wir mal B5 gespielt. Dann D-Schlicht C5 ist schon angenehm. Die Steuerung hier weiß ich auch nicht genau, woran wir hier sind. Geht man hier weg oder Läufer G5? Läufer G5 ist immer H6, Springer H5, so ein Ding. Turm E1 sieht natürlich auch normal aus. Ich geh mal weg. Geh mal weg. Colorblind Genius spielt eigentlich Ding vs. Nepo oder Nepo vs. Carlson. In der Tat, das sind die beiden Möglichkeiten. Weiß nicht genau, was ich will, wenn wir hier Figuren aushalten.
Später mache ich 1.08 Uhr erst. Ey, mir kommt's vor, als würde ich hier schon seit Stunden streamen. Aber tue ich gar nicht, ne? Sagen die ein Langweilen und gefühlt immer Ewigkeiten. Ja, es muss sehr hart für euch sein, hier euch den Scheiß anzugucken, Chat. Es tut mir auch leid. Irgendwann machen wir auch wieder fantastische, lehrreiche Inhalt. Sir Manfred, danke für den Sub. LMAO, hahaha. Warum, Kiwi Master? Warum? So, was muss ich jetzt machen? F5 haben wir provoziert. Kann nicht gut sein, oder? Aber Jule hat auch sofort F5 gemacht. Aber die Felder. Okay, ich kann schreiben. Sehr gut. Der Bauer. So, den schnappen wir uns irgendwann, ne? Joker, vielen Dank für den Sub. Martinho sagt, magst du Stafford wirklich nicht oder wolltest du aber den anderen Streamer dissen? Ne, ich wollte einfach Kugelbuch dissen. Stafford ist eine super Eröffnung. Also gerade auf nicht so hohem Niveau. Ist so unglaublich trickreich. Ich weiß gar nicht, wie weiß diesen 70.000 Fallen da ausweichen. Nein, Stafford triggert mich. Weil es halt so ein bisschen die Mimisierung des Schachs, was ich ja doch irgendwie immer noch, ich weiß nicht warum, ist ja ein Brettspiel. Ich glaube auch nur Blödsinn. Aber immer noch irgendwie ernst nehme. So darstellt, dass irgendwie keine Linie mehr gezogen wird zwischen völliger Blödsinn und ernsthafter Schacheröffnung. Deshalb triggert mich das Thema immer. Ist halt einfach, ja, macht halt keinerlei Sinn, die Öffnung. Und deshalb bin ich da immer leicht auf die Barrikaden zu bringen. So. Ja, Attacke. Ich muss mal irgendjemanden bannen. Kann ich ihn hier bannen? Ich weiß nicht, ob er irgendwas gemacht hat, aber ich will irgendjemand mal bannen. Schach ist auch nur ein Brettspiel für verkopfte Kinder. Absolut, absolut. Wie gesagt, deshalb ist es vielleicht auch, aber wenn wir das Thema zu weit aufmachen, dann kommen meine Depressionen wieder. Ob vielleicht man Schach nicht doch nicht so ernst nehmen sollte. Deum sagt, schon lustig, dass man den Namen hier in keinem anderen Schachchat lässt. Liest. Ja, wir sind ja sehr elitärer Zirkel. Gibt's andere Schachchats? Das ist eine persönliche Eröffnung.
Zwischenstehen wir gut hier. D5 war unangenehm. F5 war halt sehr schwächend. Aber trotzdem noch nicht so leicht zu gewinnen. Da erstmal Türmsche rein. Ich dachte auch, sei ein Vampire Survivors Chat hier, aber die Zeiten ändern sich. Also, wenn ich hier hinginge, könnte er dann hier schlagen? Schlägt, schlägt. Schlägt, schlägt. Alles gedeckt, oder? Bisschen verrückt, dass es geht. Aber es wirkt so. Multiverse Production. Es sind sicher auch Leute hier, nur wegen Jan, die gar kein Schach spielen können. Das will ich hoffen, das will ich hoffen, Chat. Ich hoffe, ihr seid nur wegen meiner charismatischen, lebensbejahenden Art hier. Schach, Alter, wie interessiert sich? Ich gewinne halt, wenn die Gegner nicht so gut sind, verliere halt, wenn sie besser sind. So kann sie das merken. Deum ist für Magnus Fun Facts hier. Ja. Fun Fact. Magnus hat so eine, erstens hat er kein iPhone, sondern ein Nicht-iPhone. Zweitens hat er so eine aufklappbare Hülle drumherum. Boomer, Alter. Kasen, du Boomer. Das stimmt. Ronny361, liebe Grüße aus Punta Cana. Ey, viele Grüße in die Domrep, Ronny. Mit Punta Cana kenne ich mich selbstverständlich aus, weil ich das Profi, der ich ja bin, natürlich auch als Location für das Magnus Carlsen Team während des letzten WM-Matches gescannt habe. Also wenn es mit Tiger nichts geworden wäre, Zeitzone war ja nicht so gut, aber Punta Cana stand selbstverständlich auf der Liste. Warum spielst du so schnell? Wir haben noch Zeit, oder? Ja. Bernd Herzsprung. Türmsche rein. Was ist vor? Willst du B4 oder so? Ist mir egal, ist mir egal. Mir ist wieder mal alles scheißegal. Ich weiß doch auch nicht. So vielleicht. Janik Lu sagen, können wir jetzt rausfinden, welche Tweets er selbst schreibt. Absolut, mit der Information. So. Hier mal irgendwie. Wehrt sich noch, ne? Francesco wehrt sich noch. Francesco Herzsprung. Francesco Herzsprung kämpft. Immer weiter. Medfräser, wurden Leute schon mal Großmeistertitel aberkannt? Ich glaube schon, ne? Raus ist noch Großmeister. Und hier der georgische Francesco, der gecheatet hat. So, jetzt dominiert der Läufer den Springer.
Das ist sehr instruktiv. Da habe ich mich mal mit Judith Polger drüber unterhalten. Und ich sagte, Abstand 4, Judith. Ganz wichtig. Sie sagte, es ist 3, Jan. Kannst du zählen? Ich sagte, nein, es ist 4, Judith. 1, 2, 3, 4. Und sie sagte, nein, es sind 3 Felder, Jan. Und ich sagte, nein, es sind 4 Felder. Ich sagte, Judith, Judith, Judith. Es sind 4 Felder. Ja, es ist eine schöne Geschichte. Judith, bitte. Am Ende haben wir uns dann darauf geeinigt, dass Felder ja auch irgendwie relativ sein können. Also die Kornfelder des einen sind die Schachbretter des anderen. Ja, es ist geradezu poetisch, Markus. Da fällt mir wirklich nichts zu ein. Ich hoffe, du hast die Feldpointe wahrgenommen. Also Richard, wie schnell du im Kopf bist. Ja, ich weiß. Tja, ich habe eine von Anne Skiri signierte Tasse. Ist krass, oder? Ich weiß nicht, für wen das P steht. Was meint ihr? Ist das Polga? Ich glaube schon. Und wollte ich nur darauf hinweisen. So, wie können wir denn hier jetzt das Leiden des jungen Herzsprungs verlängern? Check das. Opposition stand auf unseren Fahnen. Opposition stand uns im Gesicht. Herzsprung gibt sich geschlagen hier wegen Kirche 8, Kirche 6, Kirche 7, Kirche 5, Kirche 6, Kirche B5, Kirche 6, Kirche 6. Und dann läuft der B-Bauer. Bäm, Roto 2-7 vollendet. Es ist so ein Trauerspiel. So, Chat. Will noch jemand? Ich muss es hier noch besser monetarisieren. Subt jetzt rein, um gegen mich zu spielen. Na, das kriegen wir erst noch hin. Ich lasse mir hier von Niklas beraten. Niklas kennt sich bestimmt aus. Hier mit Chessable Teams und so, ne? Kein Plan. Ey, das sind nur 5 Minuten. Wir wollen noch 10 Minuten. Wir wollen noch labern. Na gut, hier komm schon. Egal. Ich muss hier ein bisschen Text nebenbei. Ich habe neue enge persönliche Freunde gewonnen in Madrid. Also, check das, Sergio. Warum habe ich diesen komischen Ohrwurm? Kann ja mal weggehen. Ihr habt den Song auch seit 100 Jahren nicht gehört. Afro Max Herre, lass geht aus meinem Kopf. Ja, bau nicht weg. Mir egal, was du machst. Medfred, eine wunderschöne gute Nacht. Hier, das ist der Plan. Wir schnappen uns den Läufer. Ganz egal wo. Läufer B6, kein Schachgame, ne? Stör dich nicht. Ist dir egal.
So, nu, Fetsche raus. Nicht, oder? Was machen wir für eine Umfrage? Damit C7, ey, so wäre das, glaube ich. Ich möchte da nicht reinquatschen. Ich möchte da überhaupt nicht reinquatschen, Higher Ground. Aber ich glaube, das wird nicht gut ausgehen. Kiwi Master sagt, ja, du musst den Chat mit einbeziehen. Daher für den Hinweis Kiwi Master, ey, machen wir weiter. So. Wie gewinne ich denn jetzt? Wieder mal Sandelux. Ich habe so komische Uralt-Hip-Hop-Geschichten im Kopf. Ich brauche mal neue Musik. Ich kann eine Fetsche hier. Keine Schach. Das ist nicht so toll. E3 ist natürlich normal. Ich würde gerne schneller gewinnen. Müssen wir durch. Was hörst du denn? Ja, gar nichts. Das ist ja das Problem. Ich höre nur 90s Rap. Pusha T. Udo Lindenberg natürlich auch. Kreuzfeld Jakob höre ich auch. Meist morgen so, jo, erzähl mal ein bisschen aus deinem Leben. Okay, Chat. Kurz Real Talk. Ich habe in Madrid ein bisschen viel Social geraucht. Ich rauche ja eigentlich, wie wir alle wissen. Aber ich habe in Madrid vielleicht Social ein bisschen viel geraucht. Und jetzt seit ungefähr, nicht, dass ich irgendwelche Apps mitlaufen hätte, 7 Stunden und 31 Minuten nicht mehr geraucht. Was manchmal zu einem leicht erhöhten Aggressionslevel führen kann. FM Sledgehammer sagt, sie stehen auf Verlust. FM Sledgehammer, Alter. Merz 9er sagt, merkt man gar nicht. Nee. Wer Moneyboy nicht mag, der landet im Grab. Atagus, alle intelligenten Menschen rauchen. Rauchen ist das Dümmste, was ihr machen könnt, Chat, ey. Ich weiß nicht, ob viele junge Zuschauer um die Uhrzeit haben, mit Rauchen anzufangen. Ist das Dümmste, was man machen kann? Jaina, preach. Jaina, hast du, wie formuliert man das? Schlau. Darf man gratulieren, Jaina? Ich habe die Timeline nicht so im Kopf. Bist du unter der Haube? Das klingt ja nicht so. Erzähl. Standesamtlich ja, Feier Samstag, dann gratulieren wir. Im Maismorgen sei es grün oder Schachspielen sehr verbreitet? Nee. Einerseits sind Schachspieler, glaube ich, sehr faul, sich darum zu kümmern. Andererseits glaube ich, dass es nicht so, wie ist der Fachbegriff, hilfreich ist. So, wie bin ich denn jetzt? A, B? Ja, ich habe noch 2 Minuten. Ne? Ach Mann, ey, ich will doch nicht Schach spielen. Schachkönig.
ist nicht die überzeugendste Lösung, Arschling B. Ist bestimmt irgendwie plus 100 mit Dame D6, dann AB. Ich sehe es aber nicht, okay. Wenn wir irgendwie... Ich spiele gerade etwas random. Oh no, my knight. Haha. Ich bin aber auch ein Fuchs, ne, Chat? Erstmal schauen. Sekunden ist auch nicht so viel Zeit, wie alle immer sagen, ne? Warum spiele ich Dame E7? Ich wollte eigentlich Dame E7, habe ich wieder vergessen in der Zwischenzeit. Habe ich gerade Chat fotografiert? Chat, Alter. Ich habe euch lieb. Aber nicht so lieb, dass ich euch fotografiere. Weiß irgendwer, ob Markus Lanz schon mal am Südpol war? Keine Ahnung, kann ich mir nicht vorstellen. So. Ich glaube nicht, dass er viel unterwegs ist, oder? Er hat auch dreimal die Woche Sendung hier aus Hamburg. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber wäre wirklich interessant zu erfahren. Mit wem würdet ihr gerne mal zum Südpol? Joey Kelly wäre eigentlich Nummer 1 auf meiner Liste. Bei euch? Das hätte er ja immer mal erzählt, glaube ich. Chat muss erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Ey, Jaina. Preach. Ey, super, stell ich mal jetzt auch kein Foto vom Stream. Na toll, ey, da haben wir wieder was angerichtet. Wie sollen wir denn hier unseren Social Media Boost machen, wenn jetzt alle aufhören, Fotos zu machen? Ich meine, ich werde hier nicht über die Schachskills irgendwie groß werden. Das muss schon über das Optische gehen. Chat, ich habe eben auf Twitter gelesen, dass ich der größte deutsche Schach-Twitter-Account bin. Wie monetarisieren wir mal einen krassen Schach-Reach? Ne, die haben sich extra die Haare gewaschen. Okay, so weit bin ich nicht gegangen. Oder gestern. Ist der Fuchs auf dem Pulli genäht oder ist das so ein Ansteckbutton? Alter, weißt du, was man für den Fuchs bezahlt? Mir so ein Kitsune, hier, 20 Euro Pulli, Fuchs drauf. Kein 20 Euro Pulli mehr. So funktioniert die Welt. Raid Shadow Legends Collab. Muss man in den Vlog kommen? Hasse Resch. Wo haken Twitter? So sieht es nicht mal aus. Bitte wer? Influencer nur ungefähr so wie wir. Fokuslose Merch muss kommen. Eine Hose an euch?
Wie groß ist er denn? 1,70 wäre ich? Ich bin sehr groß. Hat jemand ein Foto mit Jule Polger gesehen? Ich glaube, ich bin doppelt so groß wie Jule Polger. Also no flex. Aber ich glaube, ich bin doppelt so groß. Oder? Das muss ich kurz recherchieren. Kann Matteo, ohne sich zu ducken, zwischen deinen Beinen langlaufen? Nee, Matteo ist normal groß für einen Italiener. Aber hier, pass auf, pass auf. Hier der Beweis. Das Bild ist ein bisschen klein, ne? Hier, ich glaube, ich bin doppelt so groß wie Jule Polge. Aber ich guck nicht. Ich habe die Augen nicht auf, ne? Vielleicht soll ich nächstes Mal die Augen aufmachen. Das ist real, ey. NBA-Karriere wann? NBA. Ruft mich an. Ich sehe mich eigentlich als den Chad Holmgren. Der ist Chats. Das waren keine Dreifelder Abstand, ist korrekt. Jan 2 Meter, nee, ich bin kein 2 Meter Trainer. Ich bin knapp über 1,90. 1,93, glaube ich. Haben wir mit einer schwedischen Nationalspielerin Basketball gespielt, die war kleiner als ich. War besser. Okay. Das Bild habe nicht ich gemacht, habe ich irgendwie aus Twitter ausgeschnitten. Ich bin nicht so gut, werden die wenigstens mitgekriegt haben. Ich bin nicht so gut im Bilder machen. Guck mal, ich mache gerade irgendwas. Magnus hat das Bild gemacht. Jetzt Christmann, Alter. Wer ist ab so spät durch Nacht und Wind? Es ist Aiero, das himmlische Kind. Tja, also mein Mann ist auch 1,92, gute Größe. Ja, doch Nachteile, ey. Ich hatte hier, weil ich mich wirklich nicht gekümmert habe, gerade den Middle Seat auf dem Rückflug aus Madrid, da spürt man schon jeden Zentimeter der 1,93. Gute Nacht, Nadine. Ja, ich mache auch gleich Schluss hier. Es ist spät. Kann eigentlich eine Sokolski-Öffnung immer noch funktionieren? Was meinst du mit immer noch? Bei Essence B4, den Leuten in den 70ern. Er wusste gar nicht, was man tun soll gegen Essence B4. Ja, das funktioniert immer noch. Da hat sich nichts geändert in der Sokolski-Front. Flugzeug zu klein, Matratze zu kurz. Naja, so sieht's aus. Krawatte zu lang, Stamm zu kurz. Echt groß ist eine Decke mit Bezug in 1,55 mal 2,20 echt toll. Was habe ich? Ich glaube so. Echt groß mein Bett, 1,60 mal 2 Meter. Ist eigentlich nicht das Problem. Ich liege auch selten sehr, sehr gerade. Also ne, ich habe nie das Gefühl, dass das irgendwie zu kurz wäre. Kann ich mir irgendwie den Läufer hier schnappen? Ich versuche ihn mal zu setzen. Nils, behalte deinen Läufer. Du willst den Bauern haben. Ne, ist mein Bauer. Wer schläft bitte ohne Socken? Wer schläft mit Socken? Tja, also schläft doch keiner mit Socken, oder? Also, ich dachte immer, mit Socken zu schlafen ist ein Zeichen, dass man sich gehen lassen hat. Also, ich behaupte nicht, dass mir das nicht schon mal passiert wäre, aber dann nur, wenn ich irgendwie eingeschlafen bin, dann auch gleich mit Hose. Mit Socken zu schlafen geht gar nicht, oder?
Wir brauchen eine Umfrage. Das wäre mir, das würde mich schockieren, wenn mit Socken schlafen normal wäre. Nur im Winter, auch nicht im Winter. Sorry, Nils Christmann, aber das müssen wir kurz klären hier. Mit Socken. So, Socken sogar an den Händen? Niemals, oder? Ich verliere den Glauben hier. Okay, bin ich beruhigt, Chat. Im Winter mit Kuschelsocken, wenn man eine Frau ist. Erstens, das ist bestimmt Sexismus. Zweitens, glaube ich das nicht. Sowas macht doch keiner. Schläft Magnus mit Socken? Magnus hat überhaupt keine Socken. Das ist eine dreiste Lüge, dachte ich mir nämlich. Also, dass Frauen im Winter mit Kuschelsocken schlafen. Nee, alles gut, Sam Vapor Trails. Aber ich glaube es nicht. Es fühlt sich doch auch falsch an. Es fühlt sich dirty an. Also, Füße müssen atmen. Achso, das ist ja schon Georgs Slogan, ne? Winter muss sie das auch schon machen. War schon ungewöhnlich, ja. Okay, dieser Winter wäre vielleicht ein bisschen special. Vielleicht ist jetzt nicht die Zeit hier, meinen Sockenhass so kundzutun. Aber trotzdem, ich bin absolut schockiert von dieser Bewegung. 17% schlafen mit Socken? Was ist los mit euch? Ihr macht das auch nur, damit ihr dann morgens direkt in die Birkenstocks steigen könnt und auf die Straße gehen, oder? Meine ich ja, Basti, meine ich ja. So, ich könnte hier jetzt fetchen. Machen wir, oder? Was zeige ich so im Haus? Die neuesten Jordans. Meistens, ja. Ja. Ah, super bequem. Den ziehe ich mal an. So, was wollte ich? Schach wahrscheinlich, ne? Ist das ein sockenfreier Chat? Nee, hier, ich trage Socken. MCR Strain. Aber die Socken will ich ausziehen, gleich wenn ich ins Bett gehe. Kiwi mit oder ohne Schale essen? Ey, was seid ihr denn für... Jazz, können keine ernst gemeinten Themen sein. Ich kenne hier die klassischen Diskussionen. Nutella mit oder ohne Butter oder Eistee, Zitrone oder Pfirsich von mir aus. Aber kein Mensch isst doch Kiwi mit Schale und schläft mit Socken. Ihr wollt mir doch hier einen Bären aufbinden. Maurice, gibt es Menschen, du kennst dich aus hier in der Society, herzlich willkommen. Gibt es Menschen, die Kiwi mit Schale essen? Ich hab mal, ihr wisst ja, ich tue so gut wie alles für Geld. Ich glaube für 50 Euro 10 Kiwis in Folge gegessen. War nicht besonders schwierig, ehrlich gesagt.
Aber nicht mit Schale. Multiverse Production ist im Bett und hat Socken an. Zieh die aus, Multiverse Production. Es gibt Kiwis, die Kiwis, die nicht so haarig sind, die kann man mit Schale essen. Ah, okay. Finde ich nicht so schlimm wie die Sockengeschichte, aber trotzdem komisch. Kiwis schneidet man einmal in der Mitte durch und dann löffelt man die so. Es gibt Menschen, die den roten Wachs von Babybel mitessen. Nee, glaube ich nicht. Das ist Wachs. Ich denke, das ist halt aus jetzt, oder? Das gibt's doch alles nicht. Eier mit knuspriger Schale, jemand? Milchschnitte mit der ohne. Ja, da bewegt sich das. Ich habe in Spanien jeden Tag zum Frühstück Huevos Rotos con Chistorra gegessen. Also das Rezept ist, man nehme sehr viel Brat, also nein, Pommes, machen wir uns nichts vor, sind Pommes. Man nehme sehr viel Pommes, verdecke die mit ein paar Spiegeleiern und man tue obendrauf noch sehr, sehr viel sehr fettige Wurst und mische es dann alles durch. Beste Frühstück. Dazu Kaffee con Leche, Leche Caliente, warme Milch und entweder Zumo de Naranja Natural, frischer O-Saft oder Coke Zero, wenn sie nicht hatten. Das war jeden Tag mein Frühstück. Also living the life. Manchmal, einmal nur, ehrlich gesagt, wenn ich was ganz Verrücktes machen wollte, habe ich statt Chistorra, kann ich aussprechen, ist die fettige Wurst, Jamón gesunken. Jamón Iberico. Schinken. Also, läuft bei mir. Ich glaube, ich bleibe bei Rührei mit Bacon. Ja, ist ja im Prinzip dasselbe, nur dass die Pommes-Ration da unten fehlt. Ja, wir greifen die Dame an. Chat, mein Kaffee solle. Pommes mit Milchshake. Was war das Ekligste, was ich schon mal probiert habe? Also von sowas wie Surströmming oder hundjähriges Ei? Ich weiß nicht genau, was das ist, Professor Bumsus. Ich esse halt so ziemlich alles. Leber kann ich nicht essen. Sonst geht's. Skorpione so sind ganz nice. Kriegt man in Thailand ja an jeder Straßenecke. Hier schön gegrillte Skorpione. Machst nichts falsch. Aber der Gedanke an Ei mit Schale macht mir auch nervös. Ja, Hirnsuppe, ja, Hirn, das ist auch nicht so meins, ey. Das wissen regelmäßige Zuschauer. Ich habe in China, glaube ich, mal irgendwie Suppe mit Haifischflossen gegessen. So Haifischflossen auch bisschen overrated, finde ich. Ja, das erinnert mich daran. Ich war mal in Nanjing in China. Und da habe ich mit Zhu Wenjun, einer führenden Schachspielerin, eine Haifischflossensuppe zu mir genommen. Und das fand ich sehr interessant, weil sie sagte zu mir, Markus, wir essen vielleicht Haifischflossen, aber ihr esst Hühnchen. Und dann sagte ich zu ihr, aber ihr esst doch auch Hühnchen. Und sie sagte zu mir, was tut das jetzt zur Sache? Und das fand ich sehr interessant, dass sie so unbekümmert auf die Haifischflosse blickte, aber tatsächlich trotzdem die Welt sich da schon hatte,
in jungen Jahren, sofort mir das Hühnchen sozusagen anzukreiden, wenn du weißt, wie ich meine. Nein, ich weiß nicht, wie du meinst, Markus. Darf ich jetzt reden? Ja, gerne, Richard. Katharina Reinicke, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen. Sorry, ich bin sehr weit weg vom Mikrofon und ich bewege mich immer so vor und zurück. Also ab und zu hört man mich, dann wieder nicht. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream, ne? So sagt man. Hier ist gleich Schluss, aber davor gewinne ich noch diese Partie, weil ich besser im Schach bin als Nils Christmann. Das ist so der Plan. Liebe Grüße von der WCM, Women Candidate Master. Bam! Gib her den Lachs. Gar keine Ballermann-Musik, hä? Natürlich. Aber nur in meinem Kopf. In meinem Kopf läuft eigentlich fast rund um die Uhr 10 nackte Friseusen. Mit richtig feuchten Haaren. Versteht ihr? Ist mir sehr schlüpfrig. Gott, ey. So, Glorious Victory. Chat, ich bin leider überhaupt nicht müde, aber ich muss irgendwie... wie ist der Fachbegriff? Schlafen. Mein Lieblingstier ist der Zapfhahn. Noch eins bitte, kann nicht schlafen. Vanome, es muss schlafen, Alter. Jaina, kennst du dich nicht aus mit Ballermann-Mucke? Alle, 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 alle. Eine Straße, viele Bäume. Das ist eine Allee. Wir sind Hochkultur, wissen die wenigsten. Welcher Brett von mir aus? Wie heißt die Mutter von Niki Lauda? Katharina Reinicke ist dein schlechter Einfluss hier. Mama Lauda ist korrekt. Übrigens hier, das Bo schon im Jahre, keine Ahnung, 1996. Dann Mama Lauda wie Molinigi und schickt die Kinnings in die Kiste. Dass Bo wieder kein Credit gekriegt. Muss auch mal gesagt werden. KevKev99, vielen Dank für den Sub. Yeah, Fetsche. Mach dich auf die Reise. Was sind sonst so eure Lieblingsmalle-Hits? Rote Pferd finde ich sehr gut. Da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt. Hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Die Fliege war nicht dumm. Sie machte Summ, Summ, Summ. Ich wohne ja praktisch in Kala Rajala. Die Sacknähte? Ja, ja, ja. Unten kommt die Gurke rein. Ist mir zu schmutzig. Ist mir zu schmutzig. Ich schwanke noch, wäre auch gut. Wie geht das nochmal? Ich schwanke noch? Ich überlege, mit dem Trinken aufzuhören, aber ich schwanke noch. Ja, das ist ja schon ein deepes Zeug. Da hat das weiße Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit keinem Feld die Dame abgewehrt. Die Dame war nicht dumm, sie machte Summ, Summ, Summ. Flog mit viel Gebrumm ums rote Pferd herum. Den von Mama Lauda habe ich mal live gesehen. Ein Klausi. Ein belegtes Brot mit Schinken. Schinken. Ein belegtes Brot mit Ei.
Jan Pellermann Otze. Ja, ja. Ach ja. Wollt ihr noch Cowboy und Indianer spielen, Chat? Kann man heute nicht mehr bringen. Der Geruch hat vorgestern noch Mickey Krause im Megapark live gesehen. Living the Dream, der Geruch 22. Basti hat in Jürgen Drews gesehen, also das Lied. Wie meinst du? Bett im Kornfeld? Sind wir frei? Dann ist Sommer. Und was ist schon dabei? Die Grillen summen und es duftet noch Heu. Worum geht's in dem Lied? Ich habe mir nie so Gedanken gemacht. Ist das schmutzig, Jürgen Drews? Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht beim Jürgen, oder? Electronics 44. Er hat damals Big Brother geguckt. Ich habe nur die erste Staffel geguckt. Aber die erste Staffel ist natürlich legendär. Slatko und Jürgen, Alex, John. Das Lied von Mickey Krause oder Jürgen Drews, das kenne ich gar nicht mehr. Ich kenne nur die Geschichte von Gunnar Krupp über Jürgen Drews. Hier stehe ich auf Gewinn, weil ich mehr Figuren habe. Der alte Mehr-Figuren-Vorteil. Pocky, danke für den Suppi. Dann Knallerfrage, ist das Duell Nepo versus Carlsson interessanter als Nepo? Das ist mal, wenn du Carlsson falsch schreibst, dann kannst du dich nicht als Schachfan ausgehen. Also wir Skandinavier, wir sind mit unseren Namensänderungen sehr sensibel, sehr sensibel. Magnus Carlsen, Norweger. Jan Gustafsson, Doppel-S, Schwede. Jan Nepomniachtchi, geschrieben I-A-C-H-T-C-H-I, was im Russischen ein Buchstabe ist. Es ist sehr verwirrend alles. Was Slatko nicht näher, der Goethe oder so nicht kannte. Er ist ja auch mal so albern, wenn man irgendeinen Typen nicht kennt. Ey, der kennt den und den nicht. Ey. Wie? Du weißt nicht, von wem der Fänger im Roggen ist? Ist jetzt nicht dein Ernst, Richard. Milan Kundera. Markus, ich habe keinerlei Lust, deine Kunden zu raten. Das ist interessant, dass du das sagst. Ich habe da mal ein langes Gespräch mit ihm geführt. Er war dann auch kurz bei mir in der Sendung. Und ich muss sagen, ein wirklich sehr sympathischer Mann. Wir sind dann auch gute Freunde geworden und telefonieren bis heute noch 7-mal täglich miteinander. Ja. Das Buch ist allerdings von J.D. Salinger. Das tut jetzt nichts zur Sache, Richard. Wo wir bei Büchern sind. Was bin ich? Und wenn ja, wie viele? Gibt es jetzt auch. Als Podcast. Gelesen von mir. Oh ja, das stelle ich mir spannend vor. Wie wäre es als Videopodcast? Weil ich finde ja, dass wir nicht nur die Stärke haben, dass wir sehr klug sind und sehr schöne Stimmen haben, sondern dass wir auch sehr gut aussehen. Und das müssen wir doch nutzen, oder Richard? Ja, da hast du recht. Es ist ein Videopodcast-Buch. Format, das ich wirklich nur empfehlen kann. Ich habe mal einen Vortrag gehalten über Videopodcast-Bücher in der Hamburger Elbphilharmonie. Also ein sehr interessanter Raum. Und du weißt ja, ich bin ein wahnsinnig schüchterner Typ. Also mir liegt es absolut nicht mit diesen Vorträgen. Aber ich war ja in der Elfi direkt nachdem ich vom britischen Königshaus etwas über soziale Marktwirtschaft erzählt hatte und sprach über Videopodcast-Bücher, die ja offensichtlich alle anderen Bücher, Videos und auch Podcasts ersetzen werden. Und meine Schlussfolgerung war, dass wir eben nicht in einer Bedarfsdeckungsgesellschaft sind, sondern in einer Bedarfsweckungsgesellschaft. Ja, das ist richtig.
Markus Basenfall, werdet ihr gerade gegen Zuschauer gespielt? Ja, so kann man das nennen, so kann man das nennen. Richard. Dazu müssen wir unbedingt mal eine gesonderte Folge machen. Ja, das machen wir sehr gerne. Das rote Pferd hat sich einfach umgekehrt. Nicht umgekehrt, umgedreht. Hat sich einfach umgekehrt. Hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Jaina, wobei hilfst du? Was habe ich verpasst? Hilfe nehmen wir immer. Ja, perfekter Einspieler für eine Lanzfolge. Ja, dazu müssen wir unbedingt mal eine gesonderte Folge machen. Brecht ist sehr, sehr schüchtern. Was ist hier schon wieder los? Wie spät haben wir das Chat? 2 morgens? Was machen wir jetzt? Viel Parodien. Vielleicht muss ich mein Repertoire noch erweitern, ne? Ich kann ja bisher nichts, aber ich mache nur Lanz und Precht. Vielleicht müssen wir noch mehr lernen. Aber eigentlich muss auch reichen. Kiebitz, vielen Dank für die Partie. Nicht Läufer A4 spielt in der Öffnung. Ist es schlecht. Also die ganze Variante. Ist schon natürlich gewagt. Aber in dieser Stellung hier, Läufer nach A4 ist gleich einfach schlecht, weil Läufer ja, da ungedeckt in der Wildnis steht. Also hierhin oder hierhin sind so die Züge. Lanz und Precht YouTube-Serie trägt erstmal, ja, kriegen wir hin. Komm, hol das Lasso raus.